Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in diesen formschönen Tee-Adventskalender, den ich für 19,99 € ergattert habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde euch versuchen, auch die Preise einzublenden. Da sind unterschiedliche Teesorten von verschiedenen Marken auch drin enthalten und es sollen 48 Teebeutel sogar enthalten sein, also jeden Tag 2 Beutel. Das finde ich sehr charmant. Ach, guck mal. Das finde ich ja. Hätte ich mir vielleicht erwartet, dass sie das in die 6 und in die 24 reinpacken. Denn wir haben hier auch 2 Untersetzer direkt am Anfang. Das sind halt so für Teetassen, welche aus Filz. Finde ich ganz hübsch. Aber wie gesagt, das wäre irgendwie schlauer von der Firma gewesen, die halt mit in diese Boxen zu packen. Ach so, das ist größer als die Boxen. Ja gut, dann habe ich es verstanden. Und hier haben wir dann den Adventskalender. Da haben wir halt 24 Böckschen und die werden wir nach und nach öffnen. Okay, wir haben auch immer irgendwelche Rabatte mit dabei, die lassen wir aber bei der Wertgeschichte außen vor, denn am 1. Dezember erwartet uns Lady Grey von Twinings of London. So schaut das einmal aus, zitrusmäßig soll das wohl schmecken und ja, 2 von 5 Blättern als Geschmacksgeschichte. Also eine leichte Teegeschichte. Ja, ich weiß nämlich auch, dass viele von euch sich jedes Jahr Tee-Adventskalender holen. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir mal, was dieser kleine Mann hier so kann. Und er hat ein Podest verdient. Der Adventskalender kommt übrigens von Frog Coffee und hier haben wir den 2. Dezember. Und ja, man bekommt jeden Tag auf jede Marke, die hier jeweils wohl mit drin ist, dann bei der Firma 10% Rabatt. Schön. Da haben wir von Teekanne 2-mal mit drin, alpine Bergkräuter. Und ich glaube, so einen schönen Kräutertee kann man in der kalten Jahreszeit richtig gut gebrauchen. Deswegen macht es Sinn. Riecht auch sehr kräuterig. Wow. Und falls ihr Geräusche hören solltet, es ist zwar mitten in der Nacht, aber das Fenster ist offen, denn es ist sehr, sehr warm. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir einen schwarzen Tee drin und zwar von Clary Tea, den Black Darjeeling. Ein schwarzer Tee aus indischem Darjeeling, aus biologischem Anbau und fairem Handel. Ja, ne? Und das Ganze 2-mal, dass dann halt quasi man entweder 2-mal in den Genuss von dem Tee kommt oder ihn quasi mit jemandem teilen kann. Hier haben wir die Nummer 4 und darin enthalten haben wir unsere erste richtig weihnachtliche Mischung. Ja, ich kann es draußen immer lesen, das ist ein bisschen, ich kann cheaten. Zimtpflaume ist das nämlich von Messmer. Also wirklich auch eine Teegeschichte, die ich jetzt nicht jetzt im Sommer trinken würde, sondern wirklich nur im Dezember. Da kommt das ganz gut. Und dafür ist der Adventskalender ja auch gemacht. Hier habe ich jetzt den 5. Dezember. Und da ist ein Tee von Bünting drin, beziehungsweise 2-mal. Nana-Minze, oh, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich glaube, mein Freund mag auch gerne Nana-Minz-Tee. Und ja, das ist definitiv etwas Schönes. Und ich mag auch diese Vielfalt, ne? Also, dass wir hier auch ganz unterschiedliche Geschichten mit dabei haben. Gut, ich hätte mir jetzt einen Früchtetee gewünscht, der jetzt nicht unbedingt auch mit Zimt mit dabei wäre. Aber vielleicht kommt das noch. Wir haben ja noch ein paar Tage vor uns. Wir sind beim 6. Dezember angekommen, beim Nikolaustag. Und da gibt es ein bisschen Liebe, was ich sehr schön finde. Special Edition Love von Teekanne. Und da habe ich ihn, meine Früchtetee-Mischung. Und ich glaube, den kann ich mir jetzt auch im Sommer ganz gut trinken. Ich mache das auch ganz gerne, dass ich mir so einen Früchtetee auch mal einfach in kaltes Wasser mache. Ne? Geht ja ganzjährig. Und ja, aber das finde ich sehr schön. Riecht unfassbar gut. Oh, richtig schön. Dieses Maracuja-Gratapfel, ne? Oh. Am 7. Dezember guckt der Schneemann durchs Fenster. Und da haben wir etwas Abgefahrenes drin von Bad Heilbrunner. Das ist dieser hier, Cascara und Chai-Gewürze. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Ultra-Chai-Fan, aber ich glaube, viele werden sich darüber freuen. Ja, man riecht den Chai hier sehr, sehr doll raus. Es riecht halt sehr zimtig, ne? Das ist halt ganz gut für eben die kalte Jahreszeit. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, auch beim Tee-Adventskalender. Und da haben wir etwas sehr, sehr Interessantes. Von Windsor Castle ist hier dieser Orange Pico-Tee. Und ja, das ist dann mit Orange. Das passt auch in die Weihnachtszeit. Und Orangentee kann ich mir auch echt gut vorstellen. Schön mit ein bisschen Honig drin oder so. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unsere nächsten Teesorten freuen. Und zwar haben wir hier drin Thank You von Cleos mit Sternanis und Süßholze. Ja, absolut super gut aufgehoben in einem Tee-Adventskalender, ne? Denn genau dann trinkt man es ja auch. Wow, abgefahren.
Selbstverständlich wird es auch in der Nummer 10 mit Tee weitergehen, denn ja, das ist der Sinn und Zweck von diesem Adventskalender. Und hier kommt jetzt mal so langsam der Adventskalender in seiner Winterzeit an. Denn da haben wir von Messmer die Wintermagie mit Spekulatius-Geschmack. Auch im Winter nicht unbedingt etwas, was ich gerne so trinke. Ist nicht ganz so meins. Nee, muss ich ehrlich sagen. Also generell so Zimttees mag ich persönlich nicht so gerne. Was ist deine liebste Teesorte? Schreib das gerne mal in die Kommentare, sowohl für den Sommer als auch für den Winter. Wir haben jetzt hier den 11. Dezember die erste Schnapszahl, aber Schnaps ist hier nicht drin, sondern eine Grünteemischung. Da sind wir jetzt wieder etwas basic-mäßig unterwegs. Von Gepa haben wir etwas. Das scheint auch so ein richtig schöner Fairtrade-Tee zu sein. Eine harmonische Teemischung. Ja, und Grüntee ist ja auch immer so ein bisschen beleben, ne? Deswegen ist das eine schöne Geschichte, dass man halt einfach so zwischen dieser ganzen Kuschellaune, die der Adventskalender versprüht, auch mal ein bisschen Energie bekommt. Dann kommen wir mal zur Halbzeit quasi, also zum 12. Dezember. Und das hört sich doch mal sehr interessant an. Maple Syrup and Pecan Schwarztee, also Black Tea. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Da sollen nur natürliche Inhaltsstoffe drin sein. Ne? Gourmet steht hier hinten drauf. Okay. Wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Kann man dann so zum Frühstück, glaube ich, auch ganz gut zu sich nehmen. Ne? Weil Schwarztee ist dann ja auch so eine belebende Sache. Am 13. Dezember fällt mir auf, wir haben ein Wendemuster und ich habe irgendwas verdreht. Deswegen kriege ich eine Zahl da nicht mehr ganz so gut rein. Goldene Teebeutel, Marzipan-Rollbusch-Tee. Holla die Waldfee, das ist wirklich ausgefallen. Aber das ist auch etwas, was ich in diesem Adventskalender erwartet habe von Niederegger Lübeck. Also ich möchte in einem Tee-Adventskalender, wo ich auch verschiedene Marken finden darf, ne, gerne auch unterschiedliche ausgefallene Sachen finden, wo ich mir jetzt nicht einfach so blind irgendwas kaufen würde. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Rieche jetzt aber nichts durch. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Marzipan ist jetzt nicht so auf der allerhöchsten Stufe meiner Geschmacksfreuden, aber vielleicht schmeckt das ganz besonders toll, wenn so ein richtig schöner Wintertag ist. Am 14. Dezember haben wir jetzt quasi eine Doppelung, denn hier haben wir auch wieder was von Messmer drin, beziehungsweise, nee, das ist schon der dritte Tee von Messmer. Okay, ja, die scheinen da wohl sehr intensiv dran beteiligt zu sein. Ingwer-Zitrone, das finde ich großartig, das ist sowohl wärmend als auch quasi durch die Zitrone noch so ein bisschen Vitamin gebend. Jedenfalls fühlt sich das so an, ich weiß nicht, ob das der Tee auch wirklich macht. Aber ja, das wärmt auf jeden Fall derbe auf. Heizt gut durch. Hier habe ich jetzt den 15. Dezember und da haben wir auch wieder zwei Teebeutelchen drin von dem Cherry Tea. Da hatten wir auch schon eben andere Geschichten von. Das ist der Masala Chai. Also hier sind wir auch wieder in dieser Chai-Geschichte unterwegs. Genau, eine traditionelle Chai-Tee-Mischung aus biologischem Anbau und fairem Handel. Ja, also wie gesagt, ich hätte es irgendwie mittendrin einfach mal, das Fazit läuft, schöner gefunden, wenn wir halt wirklich auch 24 unterschiedliche Tee Hersteller gehabt hätten. Das wäre noch geiler gewesen, oder? Naja, aber so, es sind ja trotzdem unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Das ist in Ordnung. Der 16. Dezember. Eine Ostfriesen-Teemischung. Das ist natürlich großartig, ne? Auch hier von Gepa wieder. Ja, eine kräftige Schwarztee-Komposition. Man sollte definitiv Schwarztee, Grüntee, ne, halt auch sowas mögen, wenn man sich den Adventskalender holt, denn das hatten wir jetzt schon ein paar Mal drin, würde ich so sagen. Ne? Genau. Ich glaube, in Ostfriesland trinkt man Tee dann ja auch mit einem Schuss Milch, oder? Oder war das nur in England so? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir eine Woche vor Heiligabend in unserem Adventskalender entdecken dürfen. Natürlich zwei Tees und ja, auch wieder Bünding. Also ich finde die Verpackung von Bünding übrigens richtig schön, muss ich gerade sagen. Ein Bio-Wintertee, das passt, ne? Ja, riecht auch einfach winterlich. Da rieche ich, glaube ich, auch Pflaume raus. Mmh, lecker. Der 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, hält für uns einen Kurkuma- und Holunder-Tee bereit. Und zwar von der Marke Bad Heilbrunner, das ist dieser hier. Also Kurkuma finde ich halt auch sehr, sehr fancy. Muss ich wirklich sagen, als Tee, beliebt auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man dann vielleicht auch ab und an mal gebrauchen, gerade wenn es so Richtung Jahresendspurt geht. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember und da haben wir ein sehr süßen Tee. Fühl dich wohl, steht hier drauf, von Willi Dungel. Genau, das ist ein ausgleichender Früchte-Kräutertee. Und auch hier scheinen wir, weil wir sehen hier die Zimtstange, ne, auch Zimt drin enthalten zu haben. Das heißt, ja, einfach ein schöner weihnachtlicher Früchtetee.
Oha, herzlich willkommen im 20er-Bereich, da sind wir schon. Ich habe hier den 20. Dezember und hier geht es jetzt wieder wärmend weiter und zwar mit dem wärmenden Winter-Reuebusch-Tee von Lebensbaum, Natur und Mensch. Ich meine, dass ich die Marke auch mal irgendwann in der Fairybox gesehen hatte, ganz interessant. Und ja, das ist einfach ein Bio-Gewürztee, ein Bio-Kräuter-Gewürztee und das riecht weihnachtlich, definitiv. Der 21. Dezember macht weiter mit dem Endspurt Richtung Heiligabend und ich bin auch gespannt, was wir an Heiligabend dann auch drin finden werden. Hier haben wir auch wieder eine neue Marke, glaube ich, drin, ne? Julius Meinl, ist mir ja schon direkt vom Vornamen sehr positiv. Green Fresh Lemon Mint, ein Grüntee Zitrone Minze. Und ich glaube, dass man das auch ganz gut jetzt so trinken kann, weil das ist einfach ein Grüntee mit ein bisschen Zitrone. Schön. Die zweite und somit auch letzte Schnapszahl ist hier am 22. Dezember. Und da wird unser Immunsystem geschärft. Und zwar mit Mesma. Das ist der Immunsystem Vitamin C und B-Komplex mit Apfel, Zitrone, Ingwer. Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Und den kann ich jetzt, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Am 23. Dezember, dem Tag vor Heiligabend, könnte ich persönlich noch so ein bisschen Chili-Milli gebrauchen, ne? Oder Energie. Das kommt ganz drauf an, wie man so seine Feiertage verplant hat. Hier kommt nochmal die Marke Twinings und da haben wir einen Earl Grey Tee. Ganz klassisch, auch da in der leichten Version, genauso wie auch am Anfang. Da hatten wir ja ganz am Anfang Lady Grey und jetzt haben wir Earl Grey. Ja, auch so ein ganz klassischer Tee. Der 24. Dezember, Heiligabend. Bin gespannt, was da drin ist. Also was soll man an Tee als Highlight reinpacken? Das ist schwierig. Da muss das vielleicht irgendwie so einen schönen Spruch drauf haben oder so. Das würde ich ja total feiern. Ein Schneeträumchen. Nee, das finde ich ja toll. Och, guck mal. Guckt euch das mal an. Das ist für mich auch ein absolutes Highlight von Teekanne. Ein aromatisierter Früchtetee mit Himbeersahne und Baiser-Aroma. Ich bin wild. Ich würde sowas auch im Sommer trinken. Oh, riecht der lecker. Der riecht richtig süß. Oh, der riecht wie so ein richtig geiler Nachtischtee. Mega. Und für den Sommer vielleicht so eine kleine Empfehlung. Man kann den ja auch aufkochen und dann wie so ein Wassereis halt einfrieren. Ne? Ich glaube, das kann auch ganz geil sein. Oh, riecht mega gut. Also das ist eine tolle 24, muss ich wirklich sagen. Die ist ein wahres Träumchen. Oh Gott. Also Mesma hat sich hier bei dem Adventskalender schon echt derbe einen Namen gemacht. Aber finde ich nicht schlimm. Das ist ja auch eine sehr bekannte und sehr beliebte Marke. Ist vielleicht nicht ganz so fancy wie jetzt zum Beispiel ein Windsor Castle oder Twinings. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja frech, ne? Ich rechne die zwar auch mit rein, aber ich rechne euch einfach mal den Gesamtwert aus. Ich glaube nicht, dass wir den erreichen werden. Den erreichen wir aber auch nicht, wenn wir uns so einen Schoko-Adventskalender kaufen, ne? Also ich finde es einfach für Teeliebhaber sehr schön gemacht. Du hast ja auch verschiedene Teemischungen mit dabei, verschiedene Geschmäcker. Und ich glaube, wenn man sich das so zum Beispiel als Pärchen, wo beide so Teeliebhaber sind oder auch mit Mitbewohner zusammen oder so oder auch alleine, sich das einfach kauft und dann so immer jeden Tag einen neuen Tee ausprobiert, ist das, glaube ich, ein richtig geiler Adventskalender. Ne? Kann definitiv was werden. Ich finde es schön, dass wir hier von den Geschmacks, also von den Sorten und von den Geschmacksrichtungen im Großen und Ganzen eigentlich keine Doppelung drin hatten, weil selbst wenn das halt auch mal beides ein Schwarztee war, sind die ja beide doch irgendwie anders gewesen und sei es nur von einer anderen Marke. Also ich finde den Adventskalender schon schön und wie gesagt, für Teeliebhaber auf jeden Fall eine gute Kiste. Ich persönlich mag Tee, aber ich liebe ihn nicht so sehr, dass ich mir davon einen kompletten Adventskalender im Advent hinstellen würde, um ihn zu öffnen, bin ich ehrlich. Lasst mir aber gerne in den Kommentaren auch eure Meinung da und welche Art von Adventskalender ihr dieses Jahr für euch so angepeilt habt. Ob es ein Beauty-Adventskalender ist, ein Food-Adventskalender, ein Tee-Adventskalender, ein Diamond-Painting oder was weiß ich, Hobby-Adventskalender. Ne? Das würde mich auch sehr, sehr interessieren und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.